Sag mal, herzlich willkommen zu meinem allerersten Motovlog. Mahlzeit und willkommen, meine Eierköpfe. Mahlzeit, meine lieben Leute. Oh, moin moin, meine Leute. Heute wieder Skorpedos in freier Wildbahn. Mahlzeit, ihr Eierköpfe. Oder eher gesagt, guten Abend. Bäm, ihr Eierköpfe. Heute wieder Skorpedos in freier Wildbahn. So, guten Tacho, meine Freunde. Guten Tacho, Leute. Also, guten Tacho, Leute. Guten Tacho, meine Leute. Bam, Mahlzeit, Leute. Jetzt will ich erstmal Hallo sagen. Guten Tacho, meine Eierköpfe. Guten Tacho, meine Freunde. Oh, guten Tacho, meine Freunde. Oh, erstmal guten Tacho, meine Eierköpfe. Guten Tacho, meine Freunde. Guten Tacho, meine Eierköpfe. Guten Tacho, Leute. So, guten Tacho, meine Leute. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ja, schon ziemlich eigenartig, so alleine für sich in den Helm zu reden. Wenn es nicht vibriert an den Eiern, dann ist es nicht richtig. Und um den Kopf frei zu bekommen, setze ich mich dann natürlich aufs Motorrad. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ach, wenn ich jetzt hier... Ach, hier ist ja die Fähre. Komm, fahren wir da mal eben gucken. Oh, ich habe gar kein Geld, aber ich kann gar nicht über die Fähre fahren. Ich habe nämlich schon getankt. Was ist mit dem jetzt hier? Was macht er hier? OKF durch Rheinberg. Und zwar wurden hier solche Betonfiguren, die sich Alltagsmenschen überall in Rheinberg schön hingestellt. Und gestern und vorgestern, ich weiß gar nicht, ob die Figuren schon erst einen Tag standen oder zwei Tage. Auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit wurden ganz viele von diesen Figuren absichtlich zerstört und umgeschmissen. Und dann denke ich mir, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Was soll die Scheiße? Habt ihr so viel Langeweile? Oder habt ihr so viel Frust und seid ihr so unzufrieden mit eurem Leben, dass man, sei es fremdes Eigentum oder Sachen aus der Öffentlichkeit, zerstören muss? Was soll die Scheiße? Eine Nacht später werden hier in Rheinberg Motorräder angezündet. Oder ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall von einem Motorrad. Was soll die Scheiße denn bitte? Seid ihr sowas von behindert in eurem Kopf? Also von hier aus der Ferne sehen die aus wie Politiker mit Partyhüte. Politiker mit Partyhüten. Boah, ich würde jetzt so gern durch das Wasser fahren, ey. Das ist auch so sinnlos. Rheinberg, bitte, warum ist hier 30? Was soll der Schwachsinn? Also da kann ich nicht verstehen. Und wegen Lautstärke kann ich das auch nicht verstehen. Also das zieht nicht, ganz ehrlich. Meine Fresse, krieg gleich einen Anfall, ey. Heute möchte ich mal diese Hebel wechseln. Ein Scheißdreck! So, und jetzt habe ich zur Probe mal den originalen Auspuff drunter geschraubt. Der war Gott sei Dank beim Kauf dabei. Ich habe mich erstmal erschrocken, ey. Das Ding ist so leise. Es ist schon fast zu leise, aber jetzt werde ich erstmal testen. Ja, jetzt höre ich nur noch Wind, kein Motorrad mehr. Scheiße. Mal gucken, ob die Alltagsmenschen noch stehen oder ob da schon jemand mit einer Spitzhacke drauf rumgeklopft hat. Ja, wie ich schon sagte, mehr Saft im unteren Futter. Saft! Und ich meine, die vibriert jetzt auch weniger. Naja, die Z vibriert so oder so, ist ja allgemein bekannt. Ist ja auch eine Biene. Leute, ich sitze auf einer Harley. Alter, wie geil ist das denn bitte? Leck mich am Arsch. Ich bin gerade mal von Thunderbike Platz runtergefahren. Und was richtig geil ist an dem Gerät hier. Hier ist ein Knopf. Jetzt wird's laut. Ich flipp aus. Das ist... Ich kann nicht mehr. Wie geil ist das denn bitte? Als ob das erlaubt ist. Ich kann nicht mehr. Leute, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, ich bin nur noch am Grenzen. Ich kann nicht mehr. Leute, das ist doch genau das Richtige für mich. Ich kann nicht mehr. Das ist doch genau dieser... Oh, leck mich am Sack. Hört ihr das? Ich flipp aus. Ich kann nicht mehr, ey. Was ein geiler Scheiß. Leute, ehrlich.
Mann, ey, was mache ich hier? Jetzt will ich so ein Ding haben. Alter, ist das geil! Ist das geil! Der Sound einfach nur brutal, ey. Leck mich am Hoden, ohne Witz, ey. Ich krieg einen Rappel. Ich hab mir vorhin, bevor ich losgefahren bin, natürlich bei YouTube geguckt, wie man eine Harley anmacht. Hier sind ja zwei Schalter. Ey, jetzt hört sie sich an wie ein Rasenmäher. Boah, ich bin gerade echt geflasht, dass ich jetzt so überfallen werde von ja, vielleicht Emotionen. Ich kann denn, der Knopf ist der geilste. Ich glaub's nicht. Also, das ist schon Vibration pur. Frauen brauchen Vibrator, ich brauche eine Harley. So sieht das aus. Ich kann nicht mehr. Ohne Witz, das Gefühl, eine Harley unter seinen Eiern zu haben, ist schon ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist der Sound geil, ich kriege einen Anfall. Ich muss jetzt mal wieder den Sound anmachen, weil... Immer wenn ich da drauf drücke, da geht mir einer ab! Ich kann nicht mehr! Ist das herrlich, Leute! Klar, man hat schon mal, gerade so Halloween, so bei Leuten, die man nicht mochte, schon mal ein paar Eier vor der Hauswand geworfen. Aber alles voll! Sag mal, spinnt ihr eigentlich alle? Ich mach nur Scheiße! Vor allen Dingen, warum denn Klopapier? Ja... Ist alle. Habt ihr euer Gehirn am euren Anus klemmen oder... Oder ist Corona wirklich bei euch irgendwie... Überträgt sich das bei euch über euren Arsch oder... Das interessiert mich, Scheiße. Ich würde mich mal gerne mit so einem Eierkopf unterhalten, der einfach alles bunkert. Das ist ja lächerlich. Was macht ihr denn, wenn wirklich mal ein Worst Case eintreten sollte? Nächster Weltkrieg oder... ach, was weiß ich nicht. Aliens greifen uns an. Das Einzige, was ihr zu Hause habt, ist Klopapier. Was macht ihr mit so viel Klopapier? Oh, egal. Hier haben sie schon das erste Haus geschmückt, Leute. Wollte ich auf jeden Fall mal ein Video machen. Gerade hier sind ja einige Sachen, die immer geschmückt werden. Leute, hat schon von euch schon mal jemand in den Helm reingekotzt? Ich noch nicht. Oh, das ist aber ein Mini... Hund. Habt ihr den gesehen? Das sah aus wie eine große Ratte an der Leine. Leute, es ist wieder soweit. Wie ihr seht und hört, ich sitze wieder auf einer Harley drauf. Leck mich am Arsch, ist es kalt. Also meine Beine sind so unproportional lang, glaube ich, irgendwie für meinen Körper. Aber trotzdem ist das Gefühl schon wieder ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, ist natürlich geil, jetzt Harley zu fahren. Ja gut, das ist also ein bisschen Harley-Sound schon, ne? Oh, das war schon richtig geil. Ah doch, die hört sich... Also wenn ich eine Harley hätte, die sich so anhört wie die jetzt hier, dann wäre ich auch vollkommen zufrieden, auf jeden Fall. Pornös, will ich einfach nur sagen. Was ist denn da hinten noch drauf? Ach, das ist so ein Sitz drauf. Ah doch, die hört sich doch schon geil an, ja klar. So. Oh yo. Jetzt merke ich erstmal, wie schwer die ist. Ich bin natürlich jetzt... Oh nee. Digga. Was wiegt die denn? Wie eine Kuh, ey. In den Matsch geraten. Einfach sexy. Die Art und Weise, wie Harley einfach anspringt. Also die ist ja einfach mal beschnitten. Oh, Reserve. Also ich würde echt wirklich jetzt echt gerne Harley fahren. Also ich könnte jetzt auch mein Auto da lassen. Ich nehme das Gerät und fahre nach Hause.
schauen, was geht denn so in Crimeback City ab? Da fahren wir mal so ein bisschen durch die Hood. Na, gucken wir mal, was die Alltagsfiguren machen. Ob sie noch stehen. So, jetzt, wo ich die Wilma habe, also meine Cover Z750, hätte ich schon Bock auf so einen zweiten Hobel. Es gibt keine schlechten Handys mehr und keine schlechten Handykameras, aber ja, keine Ahnung, die meinen dann, die wären die Obercoolen irgendwie, weil die ein hyper-duper tolles Telefon haben, was ja schon irgendwo gute Bilder macht, aber es reicht auch nur für Instagram. Weil richtig ausdrucken oder so, das sieht alles aus wie Schrott. Da kannst du noch so viel Megapixel haben, wie du willst. Mit dem Handy, die Sensoren sind einfach zu klein, das sieht einfach scheiße aus. Also, da kraulen, also da gehen mir die Fußnägel, die machen, also die, ich brauche die danach nicht mehr schneiden, ehrlich. Dann macht mal bitte ein Herzchen irgendwo in meinen Kommentaren, ja? Ja, geil, ey. Oh, jetzt ist hier auch noch die Schranke dicht. Theoretisch könnte ich mich einfach hier durchschlängeln, aber. Ach nee, lass mal sein. Oh, für so ein kleines Kackding. Hier ist ein Weg, ne? Ein Fahrradweg und die fahren auf der Straße, die Affen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Da können die mir auch schon wieder drüber aufregen, was so eine Scheiße. Ehrlich. Mit Knödli im Dödli ist Vögli unmöglich. Klar, ich habe natürlich schon mal ein Motor gehabt, was viel mehr Bums unterm Tank hatte. Mein Logo, auf der anderen Seite das gleiche. Und dann habe ich vorne natürlich Scopedius mit dieser besonderen Schrift, die ich mir damals mal ausgesucht habe hier. Habe ich mir auch plottern lassen. Die gute Dorftanke. Jetzt ist die Olga wieder voll. Benzinpreise, die werden auch immer mehr. Und? Oh. Oh, was war das denn? Leute, da muss ich, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da lag eine Flasche mitten auf der Straße. Ich muss mal eben die Straße retten. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ja, nämlich Glas ist, ist das saugefährlich. Was ich hier mache, ist auch gefährlich. Ach, ist nur Kunststoff, okay. Trotzdem habe ich mich mega erschrocken. Ich nehme die mal mit und schmeiß sie in den Müll. Scheiße. Ah, demnächst in Rheinberger Zeitung. Scopedius, der Flaschensammler. Vor allen Dingen, weil ich ja immer so ein Verfechter war. Harley würde ich mir niemals kaufen. Nein, doch. Und genau jetzt, ein paar Jahre später, spiele ich mit dem Gedanken, irgendwann in der Zukunft definitiv mir vielleicht dann doch eine Harley zu holen. Leute, wie würdet ihr die Bierflasche nennen? Schreibt da mal in den Kommentaren. Leute, habt ihr der Flasche schon einen Namen gegeben? Wenn ja, verabschiedet euch jetzt. Ihr kommt in den Müll. Ach du heilige Scheiße! Wie geil ist das denn? Zieht euch das mal rein! Leute, leco mio, wie geil ist das denn gemacht? Ist ja richtig mit viel Mühe gemacht, ey. Zieht euch doch mal rein, Leute. Gibt doch diese Abschwingpädchen, diese Runden da, die Frauen so benutzen. Habe ich meiner Frau eins geklaut und drüber geklickt. Über den Mikrofoneingang. Bam, Digga, das nächste Haus. Zieht euch das mal rein. Auch geil gemacht, ne? Sogar oben an der Wand an dem Haus dran. Irgendwie so ein Skelett mit Tuch. Die ganzen Spinnennetze an dem Baum. Auch unten die Halbtoten, die da aus dem Boden rauskommen. Mit den ganzen Grabsteinen. Voll geil. Ach, sogar Flatterband Halloween. Richtig geil. Haben wir dann mit Edding die weißen Zähne aufgemalt. Und quasi den Innenmund dann so durch sich das anhört, auch mit rotem Lippenstift ausgemalt, und damit sich das nicht verwischt, bin ich dann nachher hingegangen, hab den ganzen Helm zwei Schichten Klarlack überzogen. Ach, da war das Haus schon. Scheiße, verbrennt. Ach, wieder falsch gefahren. Krasser Scheiße.
Auch mit so Pimmelmusik. Ja, Digga, was ist denn mit dir? Du hast das Hindernis, ne? Und die Kamera ist immer noch völlig lost hier. Ich glaube, die wurde von einem Geist angegriffen. Ja. Bike unser, geheiligt werde dein Bike. Jetzt reicht! Ja, das Virus, das wartet 15 Minuten, vorher fühlt er sich nicht wohl. Dann ist er nicht geil, dann ist er nicht happy. Vorher springt er nicht über, oder wie sieht das aus? Ja, ich kann mich doch auch mittags um 1 Uhr komplett volllaufen lassen und mich anstecken. Was hat denn die Uhrzeit damit zu tun? Hey, ich bin Corona von nebenan. Wenn du dich mittags besäufst, dann passiert ja gar nichts. Besäufst du dich um 23 Uhr, dann bin ich geil, dann komme ich, dann mache ich dich fertig. Was ich richtig abartig finde, dass Bundesliga und Fußball, die dürfen alle weiterhin spielen. Warum dürfen die weiterhin spielen? Nur weil die Millionen verdienen im Jahr? Also da merkt man wieder die 2- oder 3- Klassengesellschaft, das darf doch nicht wahr sein. Kleine Kinder, die, sag ich mal, in der Nachbarschaft sowieso immer zusammenhocken, dürfen draußen nicht mehr Fußball spielen, weil sie vielleicht aus 3 Haushalten kommen und nicht aus 2. Aber die Fußballspieler, die dürfen alle zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind wir denn hier? Sowas gibt's nur in verkackten Deutschland mittlerweile. Ja, Junge. Komm mal gerne zu mir ran, dann zeige ich dir, was ich bei dir kontrolliere. Warum denn nur diese Gewalt? Weil sie die Denkfähigkeit erhöht. Ja, Vater, was soll das denn? Aber endlich hört man wieder Motorrad. Ich hab direkt Bock, Leute. Ja, endlich wieder Sound. Ja, endlich wieder Sound. Momentan bin ich auf den Trichter, so mehr Richtung Bagger zu gehen. Okay, Entschuldigung. Weil bei Harley ist ja bei mir alles durchgebrannt. Weil du merkst da wirklich alles. Den ganzen Motor wieder, der redet mit dir, glaube ich. Der Motor redet mit deinen Eiern. Wie die Wichser an der Hand. Aber diese Warnwestenfahrer, sorry Leute, aber ich find's affig. Ich kann halt irgendwie nicht verstehen, warum man so ein Kackding trägt. Sag mal hallo. Hallo. Darf ich vorstellen, Scotty Mephisto K. So zu verflippen. Boah, meine Fresse, ich krieg das scheiß Wort nicht raus. Ich hoffe es für mich auch selbst höchstpersönlich, da ich da keinen Griff ins Klo gemacht habe. Oh, ist das geil. Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Sieht jetzt ein bisschen dreckig aus, weil es halt verstaubt ist und 4 Jahre stand. Also Leute, ich habe dafür weniger bezahlt, als eine neue Konsole jetzt kostet. Also PlayStation 5 oder Xbox Series X. Ey, aber mit solchen Tellern, da fahre ich doch nicht durch die Gegend, Leute. Von Harley Davidson die 2 Zusatzscheinwerfer. Was ist das denn für ein Johnny hier? Ja, der Teppich übrigens ganz legendär. Ich liebe den, der muss hier in der Garage sein. Zack. Auf jeden Fall schon mal Lebenszeichen. Hallo. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wofür der scheiß dicke Stecker ist. Leute, ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Anlasser funktioniert schon mal. Anlasser funktioniert, Leute. Ich kriege einen Haken gleich. So, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ja, Leute. Wo ist mein Weihnachtsmann? Oh, Leute, es ist richtig kalt. Es ist, also Jungs und Männer, so kalt, wirklich. Arschkalt. Ich habe einen Nikolaus verloren. Entschuldigung, möchtest du Nikolaus haben? Bitteschön. Ja. Und der Erlös, der geht, warte, muss ich mal eben schauen. Genau, ans Deutsche Rote Kreuz, komplett. Da liegt mein Nikolaus. Oh, du Armer. Nein. Und doch mit weißer Schokolade. Oh. Wollt ihr Nikolaus haben? Ja. Der hat mich angebuht. Hi, willst du Nikolaus haben? Möchtest du Nikolaus haben? So, aufpassen, nicht, dass du platt gefahren wirst. Bitteschön. Wo ist mein Weihnachtsmann?
Der muss auch einen haben. Ich habe einen verloren. Echt? Ja, in Rheinberg auf der Straße. Oh. Der ist mir hier runtergefallen. Ist er gestorben? Ja, der ist gestorben. Oh. Ist das ein Vorfall? Ja, 30.